freue mich, Ihnen die Referentin des heutigen Abends vorstellen zu können. Die Professorin Dr. Helen Kohlen ist Lehrstuhlinhaberin für Care Policy und Ethik in der Pflege an der Fakultät für Pflegewissenschaft der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallendar. Sie lehrt und forscht zu gender- und kulturell bedingten Ungleichheiten im Bereich der klinischen Ethik sowie auch zur Hospizbewegung und zur Palliative Care. Frau Kohlen hat ihre Arbeit sowohl interdisziplinär wie auch international ausgerichtet. Sie hat eine Adjunct-Professur an der University of Alberta, das ist in Kanada, inne und sie kooperiert eng mit zwei niederländischen Universitäten, der University for Humanistic Studies in Utrecht sowie mit der Katholischen Universität in Leuven. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt Kulturelle Vielfalt und Konflikte im Gesundheitswesen untersucht sie Konfliktsituationen in Gesundheitseinrichtungen und deren mögliche Lösungswege und die damit zusammenhängende Arbeit klinischer Ethikkomitees. Mit Frau Kohlen haben wir also für den heutigen Abend eine seit vielen Jahren international ausgewiesene Expertin zum Thema Palliative Care gewinnen können. Und sie wird jetzt zum Thema geschlechtergerechte Sorgearbeit bis zum Lebensende, ethische Fragen und demokratische Ansprüche sprechen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und übergebe das Wort an dich, liebe Helen. Ganz herzlichen Dank, liebe Sabine, für die nette, freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierenden vielleicht sitzen ja auch Verwandte dabei, wer weiß. Ich grüße Sie alle sehr herzlich zu diesem heutigen sonnigen Abend draußen und dass Sie sich entschlossen haben, zuzuhören. Ich beginne dann mit diesem Vortrag, auf den ich mich selbst auch freue, zum Thema geschlechtergerechte Sorgearbeit bis zum Lebensende, ethische Fragen und demokratische Ansprüche, wobei der Schwerpunkt liegt auf geschlechtergerechte Sorgearbeit und ihre Historizität. Ich beginne mit einem Zitat von Simone de Beauvoir aus dem Jahr 1970. Wenn man begriffen hat, was die Lebensbedingungen der Kinder und alten Menschen bedeuten, wird man sich nicht damit begnügen, eine großzügigere Alterspolitik und Kinderpolitik, eine Erhöhung der Zahl der Kitas, der Renten, gesunde Wohnungen und Freizeitgestaltung zu fordern. Es geht um das ganze System und die Forderung kann nur radikal sein, das Leben ändern. Und ich vertrete folgende These, die sich durch meinen Vortrag zieht. Es geht nicht darum, irgendwie die Versorgungslücken für Kinder, Kranke und gebrechliche alte Menschen zu schließen, sondern es sollte uns auf eine Art und Weise gelingen, die wirklich gut ist, nicht irgendwie. Politisch, institutionell und ganz konkret vor Ort, in der Kita, im Pflegeheim, in Grundschulen, zu Hause und auch auf der Intensivstation sowie im Hospiz und im Umgang miteinander. Ein typischer Satz, der mir in Gesprächen mit Ärztinnen und Pflegenden begegnet, lautet: Wie sollen wir das alles richtig schaffen, wenn wir doch keine Zeit haben? Aber es wird schon irgendwie gehen. Dieses irgendwie scheint Kultur geworden zu sein. Mein Standpunkt ist, dass wir uns nicht damit arrangieren sollten. Forschungen, auch meine eigenen, können zeigen, ein Mangel an Zeit, Personal, Räumen, Organisation und klare Verantwortlichkeiten haben zugenommen. Zentral ist die Verteidigung von Zeit haben als Bedingungsfaktor, damit Pflege- und Sorgepraxis im Allgemeinen gut gelingen kann. Wer die aktuelle Diskussion um den demografischen Wandel oder die Zukunft der Familie verfolgt, der kann feststellen, dass sich durch all die Aussagen, Berichte und Befunde heute insbesondere ein Thema durchzieht: die Versorgungslücken für Kinder und Alte. Diese werden zum Gegenstand wissenschaftlicher Analysen und zu einer öffentlichen Besorgnis. Allerdings werden sie nach wie vor selten gemeinsam diskutiert von Wissenschaft, Politik und Kirche. Und ihre Zuspitzung für Familien und konkret für Frauen, die sowohl für die kleinen
als auch für die Alten Sorge tragen, in den Blick genommen, nämlich gemeinsam und gemeinsam Verantwortung getragen. Und es ist umso erstaunlicher, gar erschreckend, dass katholische Kindergärten und die einzige pflegewissenschaftliche Fakultät in Deutschland an der PTHV geschlossen werden. Ich darf fragen, werden Versorgungslücken ernst genommen? Sind christliche Versprechungen eine Sorge um den Nächsten nur noch Zynismus? Reparaturarbeiten und Kirchenein- und Austritte bedingen sich meines Erachtens gegenseitig. Ist eine Sorgekultur, das heißt eine gute Versorgung von Menschen von Anfang bis Lebensende, keine Umverteilung und Investition wert? Das war meine Einleitung. Ich komme nun zu meiner Gliederung. Im ersten Teil zu den Zahlen, Daten, Fakten. Wer pflegt eigentlich wen in diesem Land? Die Entwicklung der Sorgearbeitsdebatte in Deutschland historisch betrachtet. Die internationale Entwicklung zu Ansätzen der Care-Ethik, die uns eventuell eine Begrifflichkeit geben können für das, was wir beobachten wollen und sollen. Die Verbindung der Sorgearbeit und der Care-Ethik und ein paar Gedanken zu Lösungsvorschlägen und welche Ideen und Modelle vorliegen. Während 2005 die Anzahl der über 60-Jährigen noch 20,5 Millionen betrug, rechnet man im Jahr 2030 mit ca. 28,5 Millionen. Bei gleichzeitiger Abnahme der jüngeren Bevölkerungsgruppen. 50% mehr Pflegebedürftige und 500.000 unbesetzte Stellen in der Pflege, prognostiziert der Pflegereport der Bertelsmann Stiftung. Die Anzahl älterer Menschen wächst in Deutschland und in ganz Europa stetig. Die Menschen in Deutschland leben außerdem immer länger. Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich im letzten Jahrhundert fast verdoppelt. Die Mehrzahl der heute geborenen Kinder hat die Chance, 90 Jahre und älter zu werden. Der Wandel vollzieht sich nicht mehr langsam. Es gibt eine Vielfalt an Familienmodellen und die klassischen Rollenbilder werden in Frage gestellt. Beides, Sorgearbeit in der Familie und berufliche Pflichten gut zu erfüllen, ist allerdings nicht leichter geworden. Die Versorgung, Betreuung und Begleitung der Jungen und Alten werden nach wie vor mehrheitlich von Frauen geleistet. Versorgung, Betreuung und Begleitung sowie die damit verbundenen Haushaltstätigkeiten laufen im Hintergrund ab, sind unsichtbar und finden kaum gesellschaftliche Anerkennung, bemerkt die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim bereits vor 20 Jahren. Die Pflege der Älteren übernehmen vor allem Töchter, Schwiegertöchter, Schwestern sowie Ehefrauen, manchmal auch die Enkelin oder der Enkel. Letztlich werden mehr als 70% aller pflegebedürftigen Menschen in Deutschland zu Hause betreut. Trotz eines Veränderungsprozesses hin zu mehr Familienzeit sind wesentlich mehr Frauen als Männer Teilzeit beschäftigt. Sie schränken ihre Erwerbstätigkeit in Abhängigkeit des Alters und der Anzahl der Kinder erheblich ein, um sie zu erziehen. Werden die Kinder erwachsen, setzt sich die berufliche Einschränkung für einen Teil der Mütter fort, wenn sie die Großeltern pflegen. Der Gender Care Gap beträgt 52,4%. Die Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen ist nicht gerecht verteilt. Das heißt, Frauen leisten täglich 52,4% mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Dies entspricht einem zeitlichen Mehraufwand von täglich 1 Stunde und 27 Minuten. Fragen einer physischen und psychischen Belastung, Gesundheitsrisiken und die Notwendigkeit zur Entlastung sowie der Selbstsorge stehen seit Jahren in der Diskussion. Die geschlechtliche Asymmetrie in der Verteilung von Sorgearbeit führt dazu, dass vor allem viele Mütter durch ihre Überlastung krank werden. Der Umgang mit existenziellen Themen ist immer auch biografisch geprägt. Das heißt, dass Frauen sich kümmern und pflegen, zieht sich durch bis an das Lebensende. Frauen haben, so zeigen es die Forschungen, einen anderen körperlichen Umgang mit Körperlichkeit und Krankheit
und trauern auch anders. Sie pflegen ihre Eltern und ihren Ehemann und wollen selbst am Lebensende niemanden zur Last fallen, wie schon die Studien von Sabine Plechberger und Kalitzkus gezeigt haben. Diese Frauen sind zum Zeitpunkt ihres Sterbens oft ohne lebende Angehörige, die sich ihre Pflege annehmen und deshalb für die Gestaltung ihres letzten Lebensabschnittes weitgehend auf die Institution Altersheim angewiesen. Das heißt, sie befinden sich dann zusammen mit anderen Frauen in Pflegeheimen. Ich komme zur historischen Entwicklung der Sorgearbeit. Mit dem Ende der 60er Jahre und dem Beginn der neuen Frauenbewegung Anfang der 70er rückte das Verhältnis der Geschlechter ins Blickfeld. Was bis dahin in ziemlich klar definierten Bahnen und Routinen ablief, nämlich eine klare Trennung zwischen weiblicher Sorgearbeit als Haus- und Familienarbeit und männlicher Lohnarbeit, geriet aus den vorgegebenen Fugen. Das Private wurde politisch. Private Gespräche zwischen Männern und Frauen über ihre Beziehungen und Rollenkonflikte wurden zum Thema von Medien und Politik und fanden ihren Platz in der Öffentlichkeit. Strittige Auseinandersetzungen betonten zuvorderst die Frage, ob die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern naturgegeben sei oder ein Produkt, das der geschlechtsspezifischen gesellschaftlichen Sozialisation zuzuschreiben sei. Damit hatten wir das Aufkommen der Gender-Debatte. In den 80er Jahren war die Diskussion der Themen nicht abgeschlossen und ungeklärte Fragen hatten zugenommen. Zur gleichen Zeit rückte das Verhältnis der Generationen ins politische Blickfeld und blieb nicht länger im Privaten verborgen. Als schließlich Geburtenrückgang und steigende Lebenserwartungen gemeinsam in der Öffentlichkeit diskutiert wurden und sich die Konturen einer alternden Gesellschaft abzuzeichnen begannen, kam es zu einer geschärften Wahrnehmung dieser zwei parallelen Entwicklungen. Sie holten Befürchtungen auf die Agenda, die sich an folgenden Fragen zeigte. Ist die Rente noch gesichert? Wie kann eine tragbare Pflegeversicherung aussehen? Und welche finanziellen Belastungen will man im Gesundheitswesen in Kauf nehmen, die mit den Veränderungen und Verschiebungen im Altersaufbau für die Gesellschaft von morgen vor der Tür stehen? Fragen der Gerechtigkeit, insbesondere der Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Generationen, rückten nun in den Mittelpunkt. Die Fragen lauteten: Kann der Sozialstaat noch für die Bedürfnisse und Lebenslagen der verschiedenen Generationen bezahlen? Und wenn, wessen Bedürfnisse und Ansprüche sollen dann Priorität haben? Beide Themen, das Verhältnis der Geschlechter wie das der Generationen, haben bis heute an Sprengstoff nicht verloren. Sie haben sich in den letzten drei Dekaden zugespitzt. Wenn es um die Frage einer Alltagspraxis geht, die Aktivitäten der Versorgung, Betreuung und Pflege einschließt. Sorge im Verständnis der Reproduktionsarbeit. Ein weiterer Diskurs. In den 1970er Jahren wurden im Rahmen der zweiten Frauenbewegung und Geschlechterforschung für die unbezahlten und unsichtbaren Tätigkeiten von Frauen in Familien der Begriff der Reproduktionsarbeit eingeführt. Reproduktionsarbeit wird in der Regel als Pendant zur Lohnarbeit verstanden, nämlich die unentlohnte Arbeit, die zur Erhaltung der menschlichen Arbeitskraft notwendig ist und familiäre Sorgetätigkeiten umfasst. Die Frage, ob Sorgearbeit produktiv ist, ob sie als unproduktive, aber notwendige Arbeit zu verstehen ist, ist ebenfalls bis heute Gegenstand in der Debatte. Die Geschichte der Reproduktions- bzw. Sorgearbeit zeigt, Menschen, die außerhalb bezahlter Lohnarbeit arbeiten, verrichten, zählen nicht zu denjenigen, die gesellschaftlichen Arbeiten leisten. Gesellschaftstheorien wie ökonomische Theorien, die sich mit Arbeit auseinandergesetzt haben, lassen die Tätigkeiten von Frauen für den Erhalt der Gesellschaft aus dem Blick. Weder ethische Fragen nach Gerechtigkeit noch nach dem Gut dieser vermeintlichen Nichtarbeit für die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens rückten ins Blickfeld. Ich fasse zusammen.
Reproduktionsarbeit hatte in den 1980er Jahren in feministischen Debatten Konjunktur. Die mangelnde Anerkennung dieser Arbeit und ihre Unsichtbarkeit wurden weiterhin kritisiert. Die konkreten Tätigkeiten der Reproduktionsarbeit sowie ihre Wirkungen wurden positiv hervorgehoben und ihre Unverzichtbarkeit für das alltägliche Leben betont. Inzwischen wird der Begriff der Reproduktionsarbeit weitergefasst. Überschneidungen und Gleichsetzungen mit den Begriffen der Sorgearbeit und Care lassen sich vor allem im Kontext der Care-Krise finden. Ich komme nun zu den Entwicklungen verschiedener Ansätze der Care-Ethik und zunächst die internationale Perspektive. Von einer Beziehungsethik hin zur Politik der Sorge. Seit Mitte der 80er Jahre wird vermehrt das Konzept Sorge und Care im angelsächsischen Sprachraum und spätestens seit den 1990er Jahren in den skandinavischen Ländern, in Belgien sowie in den Niederlanden diskutiert. Der wissenschaftliche Diskurs um eine Care-Ethik begann in den 1980er Jahren mit der Rezeption der empirischen Arbeit der Entwicklungspsychologin Carol Gilligan. In ihren empirischen Studien zeigte sie, dass Erfahrungen im Leben von Frauen zu anderen ethischen Entscheidungen führen als jene von Männern. In ihrem zentralen Werk »Die andere Stimme« im Original »In a Different Voice« weist Gilligan die Möglichkeit eines unparteilichen moralischen Standpunkts zurück und zeigt die Abhängigkeit moralischer Urteile von situativen und relationalen Zusammenhängen, vom Kontext und von Beziehungen. Bis heute gilt die Care-Ethik, die sozusagen hier ihre Wurzeln findet mit der, in der Gilligan-Studie, als eine relationale Ethik, die darauf verweist, dass Menschen existenziell aufeinander angewiesen sind. Ohne Anerkennung dieser anthropologischen Tatsache kann menschliche Autonomie lediglich als fiktionales Leitbild moderner Gesellschaften verstanden werden. Wonach fragen care-ethische Ansätze? Die Entfaltung theoretische Ansätze einer Ethik der Sorge, ich benutze Ethik der Sorge und Care-Ethik synonym, rücken Fragen der Beziehung ihre Güte und daraus wachsende Verantwortlichkeiten ins Zentrum. Weitere Schlüsselelemente sind Achtsamkeit, Leiblichkeit und Verletzlichkeit. Darüber hinaus betonen sorgeethische Theorien mit unterschiedlichem Gewicht die Notwendigkeit der Selbstsorge. Anfang der 1990er Jahre ist die Realisierung einer Sorgepraxis in asymmetrischen Beziehungen auch für Ungleichheiten in Bezug auf ihren Sozialstatus und Gender sowie Konflikte ins Blickfeld gerückt und damit die Notwendigkeit einer Reflexion von Machtdynamiken in kommunikativen und interaktiven Auseinandersetzungen. Darüber hinaus wird die Auseinandersetzung mit Ungleichheiten und Konflikten in einer Ethik der Sorge immer mehr betont. Neuere Ansätze einer Ethik der Sorge thematisieren die Möglichkeiten der Veränderung, Versöhnung und Wiedergutmachung. Das heißt, dass Veränderung, Versöhnung und Wiedergutmachungsprozesse grundsätzlich aus einer care-ethischen Perspektive möglich sind und ich denke auch politisch machbar. Die Politikwissenschaftlerin Joan Tronto hat sich umfassend mit Care als eine politische Frage beschäftigt. Gilligan hatte sich mit der moralischen Entwicklung beschäftigt. Jetzt kommt der Turn, der Wechsel hin zu einem politischen Verständnis von Care und Sorge. Es ist ihr ein mit allen Anstrengungen verbundenes Anliegen, demokratietheoretische Überlegungen zur Anerkennung von Bedürftigkeit und wechselseitiger Abhängigkeit nicht außer Acht zu lassen. Sie lehnt die Idee ab, dass Care und die Verantwortung für ihre Praxis menschlichen Interaktionen vorbehalten ist. Heißt konkret, das tägliche Tun der Sorge, das, was Frauen für selbstverständlich jeden Tag
in ihre Tätigkeiten aufnehmen, gehört nicht unsichtbar gemacht, sondern es geht darum, Sorge zu tragen um diese Sorgenden. Für Tronto geht es nicht nur um eine Beziehungsangelegenheiten von zwei Personen oder mehreren oder der Familie, sondern eine politische Dimension ist eingeschlossen und gesellschaftliche Verantwortung und Entwicklung. Eine Politik des Handelns, die Care als eine notwendige Praxis fördert, sieht ab von Leitkategorien, die Autonomie, Selbstbestimmung und Einzelinteressen fördert, sondern entwickelt sich hin zu Antworten auf tatsächliche Bedürfnisse von Menschen, die auf Fürsorgepraktiken angewiesen sind. In ihrem Werk, in Joan Trontos zweitem Werk, vertieft sie ihre demokratietheoretischen Ideen, die alle Bürgerinnen und Bürger angeht. Im Kern entfaltet sie Argumente zu drei Thesen. First, our social, economic and political institutions no longer fit with our modes of caring and need to be revolutionized. Second, in a democratic society, the way to rethink institutions and practices is to rethink them democratically. Third, caring democratically requires a democratic process by which citizens are able to care with their fellow citizens. Yet, as they learn to renegotiate caring responsibilities, citizens care for democracy solidifies and reinforces the democratic nature of society. Ich fasse zusammen. Die Merkmale einer Ethik der sorgenden politischen Praxis umfassen erstens die Anerkennung von Abhängigkeit, zweitens Achtsamkeit gegenüber Bedürfnissen, drittens Engagement für eine gelingende Kommunikation und Interaktion, Sorge um die Bedingungen, Klärung von Fragen nach Kompetenz und Verantwortung, schließlich Reflexion von Machtungleichheiten in asymmetrischen Beziehungen. Und Ziel der politischen Gestaltung ist die Herstellung sozialer Bedingungen, die eine Entfaltung fürsorglicher Praxis ermöglichen, die alle angeht. Zur Rezeption dieser internationalen Ansätze, die meines Erachtens bedeutsam sind, wenn wir nicht irgendwie Pflege- und Sorgearbeit leisten wollen, sondern den Anspruch haben, das gut zu machen. Ende der 1990er Jahre waren es die Politikwissenschaftlerin Elisabeth Conradi und Christel Eckhardt und wenig später Eva Senghaus-Knoblauch und Ute Gerhardt, die ihre feministischen Stimmen in den Sorgearbeitsdiskurs einbrachten und fürsorgliches Engagement im Sinne von Care als Arbeit am guten Leben, ernst nehmen von Sorgearbeit als Arbeit für ein gutes Leben. Verstanden. Sie betonten, dass Care mehr als Arbeit sei. Die Anerkennung der Bedeutung aller Tätigkeiten, die mit Sorgetätigkeiten zusammenhängen, ebenso wie die von Beziehungen im privaten Bereich, ist für Eckhardt die Voraussetzung für ein diskriminierungsfreies Engagement in der Öffentlichkeit und für die Überwindung von hierarchischen Geschlechterverhältnissen. Christel Eckhardt bemerkt, es überwiegt in der deutschen Diskussion der Frauenforschung die Abwehrhaltung gegenüber einer Festlegung von Frauen auf die fürsorgliche Praxis als einem einseitigen Dasein für andere. Die zu Wahrnehmungssperren gegenüber der breiten angelsächsischen und skandinavischen Diskussion um Care geführt hat und einen wesentlichen Teil demokratietheoretischer Überlegungen zur Anerkennung von Bedürftigkeit, wechselseitiger Abhängigkeit und zur moralischen Befähigung von Menschen außer Acht lässt. Sie fordert, dass soziale Bedingungen, die eine Entfaltung fürsorglicher Praxis ermöglichen, Ziel politischer Gestaltung sein sollten. Eckhardt nimmt damit als erste deutsche Sozialwissenschaftlerin explizit den Begriff der fürsorglichen Praxis in der deutschen Sorgearbeitsdebatte auf. Mit diesem Schritt wurde der Versuch gemacht, Sorgearbeit aus dem Paradigma der industriellen Lohnarbeit herauszulösen. Es wird ausdrücklich Wertschätzung für die gesellschaftlichen Sorgetätigkeiten eingefordert, die nicht auf kapitalistische Produktivität beschränkt sind, sondern auf die Entfaltung
einer menschenwürdigen Arbeitskultur abzielen, die ein gutes Leben für alle gewährleisten. Ich komme nun zu der Verbindung von Sorgearbeit und Care-Ethik. Versuche, das, was ich ausgeführt habe, miteinander in Beziehung zu setzen und beginne mit Sorgearbeit als ein Anliegen der Ökonomie und der Ethik, was kein Widerspruch sein muss. Die Studie von Arli Russell-Hochschild in die deutsche Sprache übersetzt unter dem Titel Keine Zeit, wenn die Firma zum Zuhause wird und zu Hause zur Arbeit und zu Hause nur Arbeit wartet, hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Räume des Wohlfühlens verschoben haben. Mascha Madurin, feministische Ökonomiekritikerin aus der Schweiz, hat die Care-Ökonomie als einen blinden Fleck der Wirtschaftstheorie identifiziert und die Sorgearbeitsdebatte in die Wirtschaftspolitik gebracht. Für Madurin handelt es sich bei Sorgearbeiten um lebenerhaltende, lebensnotwendige Tätigkeiten, ohne die Gesellschaft nicht existenzfähig wären und wirtschaftliches Wachstum unmöglich wäre. Diese Tätigkeiten beziehen sich nach Madurin auf die Umwandlung von standardisierten und industriellen Gütern und Dienstleistungen für einen den unterschiedlichsten Bedürfnissen angepassten täglichen Verbrauch innerhalb und außerhalb des Haushalts. All diese Tätigkeiten und die Art und Weise, wie sie getan werden, würden einen wesentlichen Teil des Lebensstandards einer Gesellschaft ausmachen. Apitsch und Maria Schmidbauer bemerken, bei der Auseinandersetzung mit Care geht es um Sorge und Fürsorge. Es geht um Haushaltstätigkeiten und um die Verteilung von Aufgaben. Es geht um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in Bezug auf Wertschätzung und Bezahlung. Und es geht um Ressourcen, die anscheinend natürlich vorhanden sind, die ganz offensichtlich aber auch knapp werden können. Darüber hinaus geht es um gesellschaftspolitische Fragen und um Ökonomie. Denn es lohnt sich zu sorgen in ethischer wie in wirtschaftlicher Sicht. Nun, die Sorgearbeitsdebatte und die Aufnahme von Merkmalen einer Care-Ethik, der Ethical Turn in der Sorgearbeitsdebatte. In der neueren wissenschaftlichen Sorgearbeitsdebatte geht es um die arbeitsinhaltlichen Besonderheiten von Sorgearbeit. Da sind wir angekommen und warum sind wir da angekommen, das zu debattieren? Immer dann, wenn es Missstände gibt. Mist-Care, left undone, also es wird nicht gemacht und entsprechend sind die sogenannten Outcomes, die Resultate, mies, dann findet Care- und Sorgearbeit Aufmerksamkeit. Und seitdem diese Missstände identifiziert werden, hat die Debatte ihren Eingang gefunden, über gute Pflege, gute Sorgearbeit zu sprechen und damit den Ethical Turn vollzogen, die Wendung zum Ethischen. Es zeigt sich in der neueren Sorgearbeitsdebatte, dass der Personenbezug, das heißt die Beziehung zum Menschen, im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Miteinandersprechens unterstrichen. Beispielsweise definiert Winker die Fokussierung auf andere Menschen als ein entscheidendes Merkmal von Sorgearbeit, das mit großer zwischenmenschlicher Verantwortung verbunden sei. Zudem betont sie, dass Einigkeit bestehe, der Kommunikation innerhalb der Sorgearbeit einen hohen Stellenwert einzuräumen, denn letztlich seien interaktive Prozesse zwischen Sorgeleistenden und Sorgeempfangenden äußerst relevant. Schließlich wird auch dem zeitlichen Aspekt Aufmerksamkeit geschenkt, gerade weil Sorgearbeit kommunikationsorientiert und auf konkrete einzelne Menschen bezogen ist, ist sie auch sehr zeitintensiv. Sie kann damit nicht beliebig gekürzt oder standardisiert werden, ohne an Qualität zu verlieren. Entsprechend betont Madurin, dass Produktionssteigerungen, die nicht zeitgleich die Qualität der Sorgearbeit verschlechtern, lediglich in Grenzen möglich sind. Letztlich bedeutet dies, dass Sorgearbeit Zeit braucht, um sie gut im Sinne von achtsam und verantwortlich zu tätigen. Auf dem Weg zu Lösungen, mein letzter Teil, Ideen und Modelle. Sorgearbeit soll Frauenarbeit bleiben,
Auch die Debatte gibt es nach wie vor. Weitere Debatte, mehr Sorgearbeit, mehr Institutionen. Darüber hinaus, Delegation von Sorgearbeit an Migrantinnen. Die Robotik. Die Hoffnung ist groß, dass die Robotik uns helfen mag. Aber es wird oft vergessen, dass Roboter auch gepflegt werden wollen. Und dass die Aufmerksamkeit und das Instandsetzen und das Arrangement mit der Robotik auch sehr viel Zeit braucht, dass keine Zeit gespart werden kann, so wie Studien meiner Kollegin aus Amsterdam, Janet Pohls. Ein weiterer Punkt, Caring Communities und schließlich geschlechtergerechte Aufteilung von Sorgearbeit. Ich komme jetzt nicht auf alle Punkte zu sprechen, aber auf einige. Sorgearbeit soll Frauenarbeit bleiben. Bei der Suche nach Lösungsmodellen gibt es die, die speziell die Frauen in den Fokus nehmen. Sie haben die Vorstellung, wenn Frauen von ihrem Streben nach Selbstbestimmung und Autonomie abrückten und sich wieder auf die Familien besinnen würden, dann wären die Probleme gelöst. Dabei wird die Geschichte ignoriert und die Vergangenheit wie die Gegenwart verkannt. Es scheint jedenfalls eine Wahrnehmungssperre zu geben, was die historische Entwicklung von Frauenbiografien angeht. Was die Vergangenheit angeht, pflegen sie den Traum von der heilen Welt unserer Vorfahren, der aber durch neuere Untersuchungen längst widerlegt ist. Sie blenden aus, dass das Familienleben in früheren Zeiten eine entschieden finstere Seite hatte, die im Umgang mit den Schwächeren, mit Frauen ebenso wie mit Alten und Kindern unbarmherzig zum Ausdruck kam. Was die Gegenwart angeht, verkennen solche Rezepte den Wandel, der sich seitdem durchgesetzt hat, seine Grundlagen und seine Entwicklungsdynamik. Die Veränderungen der weiblichen Normalbiografie sind nicht zufällig gekommen, sondern sind Endprodukt einer langen historischen Entwicklung, die mit dem Umbruch der modernen Gesellschaft begann. Ist doch, wenn auch kaum diskutiert, längst eine Situation erreicht, wo immer mehr Frauen berufstätig sein wollen, aber auch müssen. Es gilt auch Geld zu verdienen für den eigenen Lebensunterhalt und den der Kinder, für die Sicherung im Alter und im Fall der Scheidung. Mehr Sorgearbeit, mehr Institutionen. Ein anderes Modell zur Lösung läuft darauf hinaus, diejenigen Aufgaben, die traditionell von Frauen in der Familie erbracht wurden und immer noch werden, zunehmend auszulagern und in institutioneller, verberuflichter Form zu bearbeiten. Dies beinhaltet eine Etablierung von mehr Kinderkrippen, mehr Kindergärten, mehr Ganztagsschulen, mehr Seniorenhilfsdienste, mehr Essen auf Rädern, mehr Pflegeheime, mehr Stellen für Sozialarbeiterinnen und Pflegekräfte. Aber auch mehr Arbeitsmigrantinnen, die in Deutschland Kinder und alte Menschen versorgen. Auch wenn dies alles als Familien- und Frauenunterstützend verstanden werden kann, so bleibt die Frage, wer soll bzw. will eine wirklich gute Betreuung und Versorgung bezahlen, die an Kompetenzen und damit an Ausbildung und guter Ausbildung verbunden ist. Der Produktionsfortschritt und Wachstum in Deutschland sind grundsätzlich von Vorteil, um die Bezahlung zu gewährleisten. Delegation von Sorgearbeit an Migrantinnen. Die einzig privat bezahlte Variante ist der Einsatz von Arbeitsmigrantinnen. Sie befindet sich allerdings in den Grauzonen zwischen Legalität und Illegalität. Für besser verdiente Familien sind neue Dienstbotinnenmodelle verbreitet, durch die weiße deutsche Frauen und Männer auf Kosten von Frauen begünstigt werden, die illegalisiert leben oder aus armen Ländern kommen. Aber es gibt auch legalisierte Formen. Diese Lösung fördert, dass Sorgearbeiten weiter privat und damit unsichtbar bleiben. Sorgearbeit wird auf diese Weise kommodifiziert und verwandelt sich zu einer äußerst schlecht bezahlten Ware, die auf dem Dienstleistungsmarkt eingekauft werden kann. Ungleichheiten werden global weiter verstärkt. Das Modell der Caring Communities. In einem Sammelband zur Gouvernementalität der Gegenwart hat der britische Soziologe Nicholas Rose einen Aufsatz zum gesellschaftlichen Trend der Gründung von Communities platziert.
Er stellt fest, dass überall erneut die persönliche Verantwortung des Einzelnen, seiner Familie und seines sozialen Umfeldes für das eigene Wohlergehen herausgestellt wird. In der Etablierung von Caring Communities werde eine Pflicht betont, selbst aktiv Zukunftssicherung zu betreiben und durch eine Gruppe kommunitär Engagierter in besonderer Weise aufgeladen. Community gilt inzwischen als der Raum, in denen die Machtbefugnisse und Verantwortlichkeiten womöglich zu verlangen wären, die zuvor Politikern übertragen waren. Die Caring Community oder sorgende Gemeinschaft gehört in den letzten Jahren zum geläufigen Vokabular von Sozialpolitik und Sozialforschung. Der gängige englischsprachige Begriff Caring Communities wird in Deutschland mit dem Begriff sorgende Gemeinschaften übersetzt und ist zum Leitbild für sozialpolitische Gestaltungsprozesse avanciert. Thomas Klee bezeichnet das Konzept als ein Paradigma für eine nachhaltige Pflegepolitik und plädiert insbesondere für mehr zivilgesellschaftliches Engagement in der Versorgung von zu Pflegenden. Eine kritische Position nimmt Tina Haubner ein mit ihrer Studie Die Ausbeutung der sorgenden Gemeinschaft. Sie konstatiert, dass weder die staatlichen oder gemeinnützigen noch die privaten Träger professioneller Pflege als Hauptadressaten pflegerischer Versorgung gelten, sondern ehrenamtliches Engagement in Form von sorgenden Gemeinschaften. Festzuhalten ist, dass im Kontext der Pflegekrise und insgesamt der Care-Krise das informelle Care-Potenzial verschiedener Personengruppen an Bedeutung gewonnen hat. Adressiert zur Lösung der Krise sind die sorgenden Gemeinschaften. Das heißt Frauen und Männer, die sich zivilgesellschaftlich bzw. ehrenamtlich engagieren sollen. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn sie es wollen. Anders formuliert, die stille Reserve an Familien, Nachbarinnen, Freundinnen und Freiwilligen, die sich der Sorge- und Pflegearbeit vor, zwischen oder nach ihren beruflichen und familiären Verpflichtungen widmen sollen. Folglich wird jede Frau und jeder Mann grundsätzlich kompetent genug zur Verrichtung von Pflege- und Sorgearbeit eingeschätzt. Zudem wird unterstellt, über ausreichend Zeit ohne Einbußen zu verfügen. Letztlich jedoch scheint die Pflegearbeit typischerweise an weiblichen Angehörigen hängen zu bleiben. Geschlechtergerechte Aufteilung der Sorgearbeit. Wie kann das aussehen? Dieser Modellvorschlag ist eng an die Ideen der neuen Frauenbewegung geknüpft. Zu Beginn der Bewegung wurde die revolutionäre Forderung laut, die familiäre Arbeit unter den Geschlechtern neu aufzuteilen. Aus diesem Blickwinkel, aus der Sorge um das Gemeinwohl und die Zukunft unserer Gesellschaft, werden nun Forderungen erhoben, die im Kern auf mehr Beteiligung der Männer an Kinder- und Altenbetreuung abzielen. Fast 4 Jahrzehnte später übernehmen Männer tatsächlich mehr dieser Aufgaben als vorher. Allerdings, wie bereits oben mehrfach beschrieben, der Wandel ist bisher spärlich. Noch ist die Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern sehr ungleich verteilt. Jutta Almendinger hat über Jahre die Lebensverläufe junger Frauen und Männer verfolgt. Jutta Almendinger ist Familiensoziologin. Ihre Untersuchungen zeigen, dass Frauen nicht nur einen Beruf ausüben, sondern auch Karriere machen wollen. Zugleich legen sie Wert auf Kinder, Freundeskreise und Partnerschaften, in denen man sich gegenseitig unterstützt. In einer repräsentativen Untersuchung der sogenannten Vermächtnisstudie untersucht sie, wie die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellen und geht den Interviewfragen nach, wie ist es heute? Wie soll es werden? Wie wird es sein? Wie soll es werden? Sie bezeichnet sie als die wichtigsten Fragedimensionen. Sie zeigt, welche Einstellungen und Verhaltensweisen die Menschen den folgenden Generationen empfehlen. Sie umreiße das Vermächtnis und habe der Studie den Namen gegeben. Folglich geht es vor allem um Werte und die ethische Frage nach dem guten Leben. Das steckt in den Fragen. Was zeigt die Studie? Die Menschen wünschen sich, dass alles so bleibt, wie es heute ist. Sie wollen Stabilität, sind allerdings unsicher, ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird. Sie befürchten einen Verlust und Zerfall ihrer Werte.
Am deutlichsten zeigt sich dieser Verlauf bei all den Bereichen, die den Menschen sehr wichtig sind. Nähe, Gesundheit, Erwerbsarbeit, eigene Kinder. Geht es um Fragen der Zugehörigkeit und Kontinuität, so sei es die Familie, die vor allem am Anfang und am Ende des Lebens zu einem wichtigsten Bezugspunkt wird. Die Studie zeigt, dass es die Familie bleiben soll, die sich primär, aber nicht ausschließlich um die Jungen und Alten kümmert. Und, Zitat, erneut sind es die Frauen, die eine größere Unabhängigkeit einfordern und den kommenden Generationen empfehlen. Dies mag mit der Erfahrung von mangelnder Kraft, Gesundheit und Zeit für sich selbst verbunden sein und nicht mit einem mangelnden Bedürfnis, die Sorgearbeit in einer gerechten Verteilung zu erfüllen. Auf der Basis ihrer Untersuchungen schlägt Almendinger eine Umverteilung in Gestalt einer 32-Stunden-Woche für alle vor. Weitergehend könnte man eine Angleichung von Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen auch durch eine Umverteilung der Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern anstreben. Diese Idee ermöglicht ein Leben, in dem Zeit für Freunde, Eltern und Partner bleibt, und zwar nicht nur in Krisen- und Krankheitsfällen. Zitat: Die junge Generation will sich lebenslang weiterbilden. Sie will reisen und Sport treiben. Und sie will ihre Söhne und Töchter aus dem Kindergarten abholen, ohne auch dafür noch eine Fremdbetreuung zu organisieren. Für ein soziales Wesen, wie es der Mensch nun einmal ist, sind das ja angemessene Ansprüche. Zitat Ende. Dann kann jeder 4 statt 5 Tage pro Woche bezahlte Arbeit leisten. Und die Paare gewinnen trotzdem insgesamt 2 Tage für die Familienarbeit und Pflegearbeit. Ich komme zu meinem Resümee. Versorgungslücken in der Betreuung, Begleitung und Pflege der Jungen und Alten sind unübersehbar und gehören aktuell zu einer der größten politischen Herausforderungen. Ein Begriff, der diese sorgenden Tätigkeiten umfasst, ist die Reproduktions- und Sorgearbeit. Die internationale Entwicklung der Care-Ethik oder Sorgeethik zeigt sich als eine parallele Entwicklung der Sorgearbeitsdebatte. Der Schwerpunkt liegt auf einer Auseinandersetzung mit Ansätzen einer politischen Care-Ethik, die Sorge als Praxis verstehen und nach dem guten Leben fragen. Die Entwicklung der Sorgearbeitsdebatte ist an einem ethischen Wendepunkt angekommen. Kernelemente einer Sorgeethik komme in der Debatte nun zur Sprache. Dies hat gute Gründe, denn Sorgearbeit kann nicht irgendwie verrichtet werden, sondern sollte achtsam, kompetent und verantwortlich im stetigen Dialog mit dem Gegenüber erfolgen, einschließlich einer Reflexion von Macht und einer Praxis der Selbstsorge. Eine wichtige Ressource für Sorgearbeit stellt Zeit dar. Damit einher gilt es, das Gleichgewicht zu finden bzw. zu gestalten zwischen Erwerbsarbeit und Lohnarbeit, Sorgearbeit und zivilgesellschaftliches Engagement. Vor dem Hintergrund der feministischen Bewegungen der letzten Jahrzehnte kann nicht nur im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit ein Fortschritt erzielt werden, sondern es können gesamtgesellschaftliche Veränderungen eröffnet werden. Geschlechtergerechtigkeit kann nur erreicht werden, wenn Erwerbsarbeit und Sorgearbeit zusammen gedacht werden. Auch Männer müssen die Chance haben, Familienarbeit leisten zu können. Sorgetätigkeiten sind Frauen- und Männersache. Das ist nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage, sondern auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft für ein gutes Leben. Insofern wir bereit sind, das zwischenmenschliche Beziehungsgefüge und die Angewiesenheit der Menschen untereinander auf sozialpolitischer Ebene ebenso wie auf institutioneller und innerfamiliärer Ebene mitzudenken, können wir Konzepte entwickeln, die uns in humanitären Fragen, in Fragen der Sorgearbeit weiterhelfen. Kirche eingeschlossen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für diesen interessanten und auch tiefen Einblick in die Care-Ethik. Tja, und damit, was die theoretische Betrachtung, diese gesellschaftliche Analyse mit dem ganz konkreten Alltagshandeln zu tun hat. Ich denke, dass vor allem auch der Hinweis darauf, dass sich eine Gesellschaft für
um diejenigen kümmern muss, im Prinzip, die sich für andere sorgen, die sich um andere sorgen, die sich um andere kümmern. Das ist sicher eine starke Anregung für die Diskussionen, die jetzt hoffentlich folgen werden. Auch die damit verbundenen Implikationen, von denen du gesprochen hast, politischer, gesellschaftliche Verantwortung. Das sind natürlich Herausforderungen, die man erstmal akzeptieren und dann annehmen und umsetzen muss. Ich bin gespannt, ob es im Chat Fragen gibt dazu. Mal die Technik betreut die Frau Amekor. Vielleicht hat die. Bisher gibt es noch keine Fragen. Dann habe ich ja nochmal die Möglichkeit, weiterzumachen. Was ich sehr spannend fand, unter anderem, ist die Offenlegung, dass es um Anerkennung der eigenen Logik von Care-Arbeit geht. Also rausnehmen dieser Logik aus diesem Gegensatz Produktions-Reproduktionsarbeit, um ihr sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ein eigenes Gewicht auch damit zu geben. Ist das so gemeint? Ein eigenes Gewicht zu geben. Also das Gewicht, was ich betonen wollte, ist das Gewicht, dass wir darauf angewiesen sind, auf diese Sorgearbeit, dass sie nicht unsichtbar sein darf, dass sie ihren Raum braucht, ihre Zeit braucht und dass es wichtig ist, sich dafür einzusetzen, dass sie gut gemacht wird und nicht irgendwie. Und das braucht die entsprechenden Bedingungen. Und dazu gibt es eben die Kriterien der Care-Ethik, dass sie eben kompetent, verantwortlich und achtsam zu sein haben, wenn sie gut sein sollen. Und ich denke, dass wir in einer Zeit angekommen sind, wo das nicht sicher ist, dass es gut läuft. Mhm. Und dass uns das aber oft nicht klar ist. Und dass wir eben einfach auch dafür Sorge tragen müssen, gesellschaftspolitisch Sorge tragen müssen, dass es abgesichert ist. Sowohl, also wir reden ja sehr viel über Quantität, Fachkräftemangel, aber und wir reden auch viel über Qualität. Ich weiß ja, dass der Kollege Brühl auch dazu forscht, diese Dimensionen messbar zu machen, die da ethisch wichtig sind. Aber es ist halt längst nicht mehr selbstverständlich, diese Dimensionen, die Care-Ethik betont, als gute Pflege, gute Sorgearbeit. Und das wollte ich deutlich machen, eben auch im historischen Rückgriff, dass es diese Debatte im Rahmen der Reproduktionsarbeit schon mal gegeben hat, dass sie wichtig ist, die Arbeit, aber die Komponenten der ethischen Dimension wurden halt nicht in die Reproduktionsarbeit aufgenommen. Das wurde Arbeit, die muss einfach sein und fertig, weil sie wichtig ist für die Reproduktionsarbeit. Ne? Das habe ich klar gemacht, Lohnarbeit, Reproduktionsarbeit. Damals war das ein anderer Diskurs. Da hat man auch von unsichtbarer Arbeit gesprochen, aber man hat noch nicht darüber gesprochen, was man konkret darunter versteht, wenn es gut laufen soll. Und nochmals, Care-Arbeit wird immer dann interessant, wenn sie nicht gut läuft. Mhm. Wenn sie gefährlich ist. Gefährliche Pflege, gewaltvolle Pflege, das ist immer interessant. Aber die Absicherung des Guten ist die Herausforderung, mhm. die ich versucht deutlich zu machen. Ja, ich denke, das ist sehr gut deutlich geworden, ja. Bei mir hat das eben auch diese Assoziation noch geweckt, oder das heißt Assoziation, aber den Gedankengang geweckt, zu sagen, diese besondere Qualität von Sorgearbeit, also du sprichst davon, dass wir nicht nur Versorgungslücken schließen, sondern gute Pflege, den Begriff hast du auch mal verwandt, einsetzen müssen, oder dass es darum auch geht. Aber wenn man deutlich macht, dass es eben auch eine besondere Qualität hat, diese Sorgearbeit, dann hilft man vielleicht damit ja auch der entsprechenden Wertschätzung auf die Sprünge. Und das könnte dann wieder zur Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung beitragen. So in die Richtung. Mir fällt aber gerade noch ein Punkt ein, der mir, glaube ich, wichtig ist zu sagen. Ja, gerne. Und zwar, die damaligen feministischen Debatten waren politisch. Und die haben sich eingesetzt für eine Verbesserung der konkreten Situation von Frauen in ihrem Leben. Und die hat sich dann
auch in verschiedene Metadiskurse entwickelt, die feministische Debatte. Butler, Haarek, da geht es dann um Diskurse und da geht es sozusagen um universitätspolitische Positionen. Also wenn man in einer Wissenschaft arbeitet, dann braucht man ja eine Position, eine Theorie. Und das ist auch in Ordnung. Aber es ist eben weg, es hat sich wegentwickelt ein Stück weit vom Lebensalltag der Frauen in den Blick zu nehmen und sich dafür politisch auch stark zu machen, dass es besser wird und sich damit feministisch auseinanderzusetzen. Und es ist in vielerlei Hinsicht nicht besser geworden. Wir haben die größte Armut, sind Alleinerziehende, sind die größte Armut, an Armut leiden die alleinerziehenden Frauen. Und viel Arbeit wird von nicht gut ausgebildeten Pflegenden übernommen. Und ich finde, das ist wichtig für eine feministische Betrachtung. Für mich ist eine feministische Betrachtung das konkrete Leben und die konkrete Sorgearbeit von Frauen, die nicht weniger wichtig ist, als sie damals war. Obwohl es eine feministische Bewegung gegeben hat, die sehr verwissenschaftlich ist und auch nötig ist. Aber mir geht es um die konkrete Arbeit, die immer wieder unter die Lupe genommen werden muss, beschrieben werden muss, was ja auch eine wissenschaftliche Arbeit ist, um damit zu zeigen, wie notwendig die Absicherung ist und bessere Bedingungen. Also es sind verschiedene Stränge, die mir nochmal wichtig sind, deutlich zu machen. Also das ist so mein Anliegen daran zu erinnern, dass wir im Grunde genommen etwas thematisieren, was schon längst thematisiert ist, nur in einer anderen Begrifflichkeit. Nur wir haben jetzt das Repertoire durch die Care-Ethik, es auf den Begriff zu bringen, was wir wollen oder was gewollt werden könnte, um etwas zu verbessern oder überhaupt, wie ich schon mehrmals gesagt habe, einigermaßen abzusichern. Ist das klar, was ich meine? Ich denke schon, ja. Und du hattest ja ganz zwischendurch oder gegen Ende deines Vortrags auch von Lösungswegen gesprochen. Hast du da vielleicht noch eine konkrete Idee, wie genau dieser Aspekt, den du jetzt zum Schluss nochmal rausgestellt hast, wie der in irgendeine Form von Lösung überführt werden könnte? Gibt es da Ideen zu? Naja, ich hatte ja versucht, diese Lösungswege zu beschreiben, die im Moment diskutiert werden. Ja? Das sind ja die eingeschlagen, zivilgesellschaftliches Engagement, wo ja nichts gegen einzuwenden ist. Ich denke, wir brauchen alle diese Lösungen. Wir können uns gar nicht auf eine einzige Lösung verlassen, um es auch ganz klar zu sagen, ich habe auch kein Problem mit einem Einsatz von einem Roboter, wenn es denn sehr wohl überlegt ist. Ja, also da gibt es ja auch gute Ansätze, aber wir müssen schon sehr gut überlegen, was wir damit wollen, mit welchen Zielen und was das dann bedeutet für gute Sorgearbeit und gute Pflege. Das heißt im Grunde genommen, die Dimensionen, die ich aufgezeigt habe, sind für mich der Orientierungsrahmen bei all diesen Dingen. Und deshalb, wenn wir es jetzt nochmal zurückführen auf die Caring Communities, würde ich diese Dimension der Care-Ethik wieder anführen wollen und sagen, lass die Menschen nicht alleine, dass sie sich über selbst überfordern, zu helfen. Ich gehe davon aus, dass die Bereitschaft zum Helfen groß ist. Nicht nur in Krisen, sondern jeder möchte gerne seinem Nachbarn helfen, wenn er in der Not ist. Aber er kann sich damit auch selbst überfordern. Das heißt, immer da, wo Hilfe gegeben ist, braucht es ein Unterstützungssystem für die Helfenden. Und das, da möchte ich nicht, dass man sich darauf ausruht. Ja. Und da, wo es eine gute Idee gibt für einen Roboter, da wünsche ich mir, dass man genau überlegt, wie man den einsetzt, mit wem, warum. Und dass es eine Grenze findet und dass das nicht in dem Pflegeheim vielleicht funktioniert und im anderen aus bestimmten Gründen nicht geht. Mhm. Und das braucht eben alles einen langen Atem und kluge Entwicklung von Konzepten vor Ort. Das ist ja nur ein Rahmen, den ich aufgemacht habe. Ich kann ja nicht für jedes einzelne Praxisfeld die Lösungen finden, aber die Ideen dazu, ja. Und sonst, was habe ich sonst noch Ideen für Lösungen? Ich finde das ja sehr inspirierend, was Jutta Almendinger erforscht.
und Zeit zu reduzieren. Und überall wird dann natürlich argumentiert, dafür ist kein Geld da und wie soll das denn gehen? Aber bei all den Möglichkeiten, die wir haben, müssen wir schauen, was wir davon wollen, denn lösen müssen wir. Umgehen müssen wir mit der Care-Krise. Ja, ja. Aber ich finde, das ist sehr, sehr schön klar geworden. Also Lösungsansätze, Lösungsideen hast du aufgezeigt. Und was ich jetzt das wirklich die wichtige Erkenntnis für mich daraus ziehe, ist, dass das Schaffen von Rahmenbedingungen natürlich notwendig ist, aber eben unter dem Aspekt, sich kümmern um diejenigen, die kümmern, also Sorgen um die Sorgenden. Und das, was passiert, egal was man an Lösungsideen dann tatsächlich umsetzt, immer sozusagen unter der Brille der Care-Ethik zu betrachten, indem man dann eben diesen anderen Blick darauf nimmt und genau diese Aspekte, die du ja herausgestellt hast, dann mit einbezieht oder mit betrachtet. Und das scheint mir eine sehr wichtige Erkenntnis hier von deinem Vortrag zu sein. Vielen Dank. Ja. Nochmal die Frage an jetzt haben wir so lange geredet, nochmal die Frage an Frau Amokor, gibt es im Chat noch was? Nein, es war sehr spannend zu lauschen, aber es gibt keine Fragen im Chat. Gut, dann möchte ich, wenn du, Helen, nicht noch etwas anfügen möchtest. Nicht der Fall. Ich überlege gerade, ob ich noch ein schönes Schlusswort habe. Ja, gerne. ist mir, glaube ich, wichtig, dass man diese, wo immer man, also es gibt so viele tolle Menschen, die auch Sorgearbeit täglich leisten und dann aber irgendwann erschöpft sind und dann so sagen, dann auch zum Nein übergehen. Das ist schade. Lieber früh dafür sorgen, dass man auf sich selbst schaut und sich auch sich selbst absichert in seiner Sorgearbeit und das einfordern kann. Das heißt, wenn ich achtsam bin und sehe, dass jemand Hilfe benötigt und ich tue das, dann darf ich auch von jemand anderen erwarten. Also von jemand anders erwarten, dass der auch achtsam schaut, was ich tue und das anerkennt. Und ne, das ist eben dieses Wechselseitige. Das heißt, nicht nur sich in der Pflicht sehen, sondern auch Rechte beanspruchen, bevor man da ins Leere läuft. Also, denn ich weiß, dass es ganz großartige Menschen gibt, aber die dann irgendwann zu spät reagieren in ihrer Selbstsorge, in ihren politischen Ansprüchen. Und da wünsche ich mir viel Solidarität auch, viel Solidarität des Einforderns. Das ist so. Aber jetzt wünsche ich eigentlich jedem noch einen wunderschönen Abend, wo immer sie sind. Spaß haben, trotz aller Krisen. Und schönen Sommer für alle. Und dir noch ganz lieben Dank, überhaupt für die Ringvorlesung. Ich bin ja jetzt die Letzte in der Reihe. Die Letzte im Ring. Die Letzte im Ring. Ah, Vorletzte. Vorletzte, okay. August gibt es noch einen Vortrag. Ja, dann wünsche ich jetzt dann auch dem Nachredner oder Nachrednerin auch einen gelungenen Abend. Danke. Ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und für die schöne Diskussion. Dank auch an Frau Amkor in der Technik und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche ebenfalls, kann ich mich da nur anschließen, allen einen schönen Abend. Mein Name ist Sabine Jove, auch von der PTHV. Bis demnächst im August sehen wir uns ja vielleicht wieder bei dem nächsten Veranstaltung.